Hallo und herzlich willkommen. Dieses Projekt hat mich jetzt schon einige Nerven gekostet. Das ist jetzt der dritte Versuch, es aufzunehmen. Ich finde, dieses Klavier unterstreicht nochmal die Trauer. Aber das ist ja Nebensache. Das ist ja nicht euer Problem. Daher würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen auf diesem Channel. Mein Name ist Nick. Wir sind neu und wollen erstmal ein bisschen herumprobieren. Genau wie ich. Deswegen spiele ich jetzt erstmal dieses Spiel. Ja. Perfect Universe. Und ich würde sagen, wir... Alles klar. Spielen das erste Level. Das war die Einführung. WASD laufen, alles kein Problem, habe ich gerade eben schon 10.000 Mal erklärt. Wisst ihr zwar nicht, aber... So, springen auf Enter. Enter. Und das Gleiten, das wird uns gleich auch erklärt. Auf... Ja, Rücktaste. Oder Backspace. Oder wie auch immer. Aber... Wie gesagt, ich will jetzt nicht lange labern, sondern in das nächste Level. Wir sammeln jetzt erstmal hier ein paar Edelsteine. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Und damit haben wir es abgeschlossen. Direkt zum nächsten Level. Und wir sind auf dem ersten Mond. Das heißt, wir nutzen jetzt die Gravitation. Und fliegen ein bisschen. Den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir natürlich nicht. Was ist das denn für ein Scheiß hier? So, aber den kriegen wir. Ja, siehst du. Fast wie im ersten Durchlauf. Zack. Guck mal, wie wir den jetzt bekommen. Bom! Mit der Fresse voll in den Edelstein. So, nächster Level. Ja, erste Reflexion. Erste Palm. Ich find's wunderschön, ganz ehrlich. Also dafür, dass es wirklich irgendwie für 6 Euro rausgeholt wurde, für 7, ist es echt eigentlich schon ein ganz schönes Game. Hier mit der Spiegel, die Palmen hier, wo man nicht drüber springen kann, weil wir eine Alpha-Band haben. Aber egal. Ah, und die ersten Fallen, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. So, jetzt kommen wir in den ersten Abschnitt, wo das Level 2 Teile hat. Was jetzt nicht sonderlich schwer ist. So, und tatsächlich ist es so, wenn man mit der Tastatur spielt, dass man S drücken muss, um nach unten zu laufen. A, um nach rechts zu laufen, wenn man nach unten gelaufen ist. Und W, um wieder nach oben zu laufen. Tja, das mag für den ersten Moment echt komisch klingen, aber irgendwo ist es auch logisch. So, hier sind die ersten Fallen, aber das stört uns jetzt nicht weiter. Ich habe dieses Level jetzt schon dreimal durchgespielt. Von daher sollten wir jetzt eigentlich nicht failen. Schaut euch an, wie einfach wir hier durchlaufen. Guckt euch das an. Oh, da gleiten wir besser nicht. So. Und natürlich wird es auch das große Gefailen noch geben. Keine Angst. Hier und da der ein oder andere Rage. Hallo, danke. Sammeln wir erstmal da oben ein. Ganz entspannt. So, zack und... Ja, abgeschlossen. Gar kein Problem. Viele, viele Monde ist das nächste Level. Ah, viele Monde. Ja, hier arbeitet man das erste Mal wirklich mit der Gravitation. Die Gravitation in diesem Spiel ist recht hinterfotzig. Also... Man nutzt quasi manchmal die Energie vom Aufprall auf etwas, um weiter zu jumpen. Das ist kein Spaß. Okay, hat das nicht funktioniert. Egal. Das ist so ein bisschen... Womit kann man das vergleichen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Gravitation spielt in diesem Spiel eine sehr große Rolle und... Tack, tack. Und gerade eben in der zweiten Aufnahme bin ich darauf gekommen, die Charakter einfach mal Sascha zu nennen. So,
so wie mein Kumpel, mit dem ich das ja auch mache hier. Damit wir, wenn wir failen, einfach alles auf Sascha schieben können und nicht auf uns. Das finde ich eine gute Sache. So, warum hast du den jetzt nicht eingesammelt, Sascha? Sehr schön. Abgeschlossen. Zack. Nächster Level. So, dieses Level ist echt kacke. Weil jede dieser Plattformen die eigene Gravitation erreicht hat. Und man echt einfach mal eben... Boah, Sascha, was war das denn? In die Kack-Dinger reinspringen kann. Und das meine ich. Und da beginnt der Fail auch schon. Ist wahrscheinlich nicht der einzige, den wir hier in diesem Level haben werden. Nein, du sollst nicht in die Stacheln reinspringen. Ja, sammel den Edelstein und wieder zurück. Und den nächsten. Und den letzten. Das hat doch besser funktioniert, als ich dachte. Ist ja gar kein Problem gewesen. Aber gehen wir auf das nächste Level. Ein Zug in nirgendwo. Das war knapp. Zur Information, der Zug kann einen töten. Sowohl mit den Zwischenwaggons als auch im Tunnel. Aber man selber kann durch die Schienen durch. Ich hab grad ziemlich harten Schluck auf, das ist echt ätzend. Ja, guck mal, wie skillig. Und das letzte. Sehr schön, Sascha. Sehen. Sehr schön gemacht. So. Das binäre System. So, auch hier arbeitet man mit Gravitation. Man zieht sich erstmal hier hoch. Nein, das war dumm. Boah, Sascha, was machst du denn? Man zieht sich hier hoch. Eigentlich. Dann geht man auf die nächste Plattform. Holt sich den Edelstein. Holt sich den anderen Edelstein. Geht wieder zurück. Am besten safe. Am besten safe. Ich sagte am besten safe. Abwarten. Geduld. Wieder auf den anderen Planeten. Und dann hier hoch. Mann, du sollst da drauf springen. Mann, was bist du denn für einer? Meine Güte. Und wie ihr wisst, aber wenn ihr das Projekt gesehen habt, This War of Mine, dann wisst ihr, dass er ein Rotschopf ist. Und ich frage mich, ob hier in diesem Schwarz-Weiß-Kontrast er eigentlich auch ein Rotschopf ist. Weiß man ja nie. So. Nichts gegen Rotschöpfe. Ich meine, mein bester Freund ist einer, von daher. Alles cool. Abgeschlossen. Das Level ist geschafft. Sascha ist geschafft. Wir haben 81 Sekunden gebraucht. So. Vorsicht! Boah, spring doch in die richtige Richtung. Mann, warum hältst du dich doch nicht fest? Also was Games angeht, bin ich echt die Ruhe selbst. Schreie fast nie rum. Werdet ihr auch in zukünftigen Projekten sehen. Ha, nie rumschreien. Ha. Naja. So. Sehr schön. So, dann springen wir darüber. Halten uns fest oder auch nicht. Boah, warum hältst du dich denn nicht fest, Mann? Warum springst du denn nicht weiter? So. Hier ist tatsächlich, glaube ich, egal, in welche Richtung man geht. So. So.
15 Sekunden. Wird das etwa in 3-Sterne-Run? Wird das etwa. Wird das in 3-Sterne-Run? Komm schon, das schaffen wir. Komm, 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 komm. Ja, guck mal, wie das ein. 25 Sekunden. Das wurde nur ein 2-Sterne-Run. Egal. So, Ausrichtung. Wir richten uns aus. Und geleiten ein bisschen. Ja. Also man sieht, dass es auf jeden Fall funktionieren würde. Wenn man jetzt nicht gerade Sascha heißen würde. Danke. So. Hast du gut gemacht. So. Und dann. Sehr schön. So, der Trick dabei ist es, sich nicht von den Kettensägen treffen zu lassen. So wie jetzt gerade. Und vielleicht mal ein bisschen abzuwarten. So. Jetzt geht man hier runter. Dann springt man da rüber. Holt sich den hier, holt sich den hier, springt da hoch. Und holt sich den letzten. Jawoll. So, ja, wollen wir den nächsten Level direkt auch nachbringen. Was zum Teufel? Ja, laufen wir einfach mit einem Leben durch. Einfach nicht stehen bleiben. Und das nächste ist gar kein Hindernis hier. Guck mal, einfach das ist. Zack, und den letzten. Das war fast schon einfacher als die anderen Level. Ah, direkt den nächsten. Hab grad richtig Bock auf das Game. So. Ja, super gemacht. Gerade richtig Bock auf das Game. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Einfach über das Ding drüber gleiten und dann holen wir uns das Teil und gleiten auch hier rüber gekommen. Zack, gehen darüber, holen das da. Sehr schön. Und Sprung. Und da haben wir es abgeschlossen. 30 Sekunden. Gar kein Problem. Nächster Level. Ein glücklicher Planet. Idyllisch. Auch schön, wie das Hintergrundmusik ab und zu mal spielt. Bringt auf jeden Fall ein bisschen Laune und Atmosphäre. Richtig entspannt. Ich glaube, so sollte das Spiel auch sein. Ich glaube, so sollte eigentlich alles im Leben sein. Einfach entspannt. Mit Hektik kommt man da, glaube ich, nicht weit. Immer schön vorher nachdenken. So, machen wir direkt den nächsten Level. Ach, guck mal, ein Wasserplanet. Das ist ja auch. Ja, das ist schön. Ja, lass uns hier Klos tragen. Richtig geil hier. Da oben auch die Wolke. Ich glaube, man darf nicht ins Wasser fallen, das ist die Schwierigkeit, aber das ist ja gar kein Problem. Ich finde das schon geil. Ist schon echt geil. So, aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns wieder bei der Wasserwelt beziehungsweise dem nächsten Level. Wir haben auch noch ziemlich viel vor uns. Also es wird noch einige Folgen dauern. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ich würde sagen, genießt den schönen Tag, guckt mal raus. Es ist blauer Himmel, strahlende Sonne. Und ja. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.